Hallo meine lieben Mäuschen, herzlich willkommen, es wird wieder gestreamt, streamt, alle mit dabei sein, jetzt geht's nochmal los. Und wir gehen heute dahin, wo keine Sonne scheint, in die ARD Mediathek, da war ich lange nicht mehr, im Untersegment SWR, da wo die wirklich dicken Perlen liegen, ein Clip vom 8.01.2023 unter dem Motto Roomtour, Luxus Penthouse im Bunker. Spricht mich an, hat alles was ich möchte, Luxus, Penthouse und Bunker. Gucken wir mal rein. Hallihallo, mein Name ist Jutta. Hallo Jutta. Und das ist mein Ehemann Klaus. Hallo Klaus. Wir drei wohnen im Bunker. Ja, und ein herzliches Willkommen. Dann schauen wir mal rein, wie es drin aussieht, okay? Wieso stellen die mir den scheiß Hund nicht vor? Was interessiert mich Jutta an Klaus? Das ist ein schnuggeliges Tierchen. Ich möchte wissen, wie das Tier heißt. Bin ich stinksauer jetzt schon zu Beginn nach 22 Sekunden. Das gibt's doch gar nicht. Moment. Das ist der Eingang? Die haben einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist der Eingang? Sieht aus wie in so einem Vorstadthaus von so zwei Rechtsanwälten. Das sind deren Autos. Damit fahren Jutta und Klaus zu Lidl am Wochenende. Man sieht, dass die Wände über einen Meter dick sind. Stahlbeton bewehrt. Schön dicke Wände. Ja, gebaut worden im Zweiten Weltkrieg. Es kann natürlich auch sein, dass in diesen meterdicken Betonwänden noch ein paar Zwangsarbeiter mit drin sind. Das merkt man beim Bohren immer, wenn es nach dem dicken Knattern ab und zu mal ein bisschen weich wird und die Suppe da rausläuft. Naja, aber so ist es. Hat andererseits auch viele Vorteile. Die dicken Wände, schön fürs Klima. Wir haben Fledermäuse im Badezimmer. Und wenn der Russe kommt, sind wir die Letzten, die krepieren. Keine Leichtbauweise. Jutta. Komm, Mausi. Komm. Der Hund heißt Mausi offenbar. Hier kann man sehen, wie die Soldaten hier früher sich aufgehalten haben. An den Beschaffenheiten des Bodens sieht man noch, weil wahrscheinlich haben hier Feldbetten drin gestanden. Ja, und da hinten in der Ecke hat sich Erwin Rommel erschossen. Da ist jetzt aber unsere Anrichte. Und wenn Gäste kommen, dann gucken wir uns das, zeigen wir denen das und so. Nicht schlecht. Leben, wo 1000 Soldaten unter Luftangriffen um ihr Leben gebankt haben. Also, wir fahren jetzt mal nach oben in den Wohnbereich. Endlich in den Wohnbereich. Und sehr einladend, direkt an der Fahrstuhltür, 4 Kameras. Weil natürlich fühlt man sich in einem Bunker mit 7 Meter dicken Wänden, mit so einer kleinen Gasschutztür unten als Eingang, tendenziell unsicher. Ich würde mir auch ganz viele Kameras in diesen Bunker ran installieren. Man weiß ja nie. Alter. So. Da sind wir. Jetzt sind wir auf dem eigentlichen Bunker da. Wer wohl wen überredet hat, den Bunker zu beziehen? Jutta Klaus oder Klaus Jutta? Oder war das alles Mausis Idee? Mausi so. Ey, ich bin ein Hund. Ich möchte in einem Bunker leben. Und Jutta und Klaus so, na gut, wenn Mausi das sagt. Steppjacken. Wir betreten jetzt das Büro. Warum ist da hinten an der Wand so ein... Ist das auch noch aus von 1943 von den alliierten Soldaten? Oder hat sich da Klaus selber die Nackenmöppis an die Wand gehängt? Immer förderlich für eine gut funktionierende Ehe, dass jeder seinem Hobby ungestört nachgehen kann. Das Hobby von Klaus ist Pornografie im Bunker gucken. Der Sexbunker von Mannheim. Oh, sie findet es gar nicht lustig. Sie findet es gar nicht lustig. Und im SWR-Schnittraum. Ja, wie machen wir diese kleine awkward, cringy Szene, wo Klaus andeutet, dass er sich das schön einkeult im Bunker? Wie können wir das irgendwie adäquat vertonen? Einfach so ein bisschen wackadau, Musik drunter. Wackadau, wackadau. Fröhlicher Country. Drei Meter dicke Wände. Muss man lang für keulen, ne, bis sie durch sind. Den kriege ich jedes Jahr automatisch zugeschickt. Gut. Ich hab den Playboy auch. Sie kriegt ihn. Ach so, deswegen hängt der Kalender an der Wand, weil er den jedes Jahr automatisch zugeschickt bekommt. Aber weil er den Playboy auch abonniert hat. Das kommt automatisch, da kann man gar nichts machen. Also, wir gehen jetzt. Habt ihr das auch gesehen? Was geht ab, Alter? Ist ein Geist in der ARD-Mediathek? Übers Treppenhaus in dein Schlafzimmer. Richtig. Okay. Klaus und Jutta haben unterschiedliche Schlafzimmer, na klar. Okay. Jawohl. Bitte nicht. Was kommt jetzt? Wie
dieser Schlafzimmer aus? Wir kommen jetzt zum Schlafzimmer meines Mannes. Klaus' Schlafzimmer. Mein Gott. Ein Raum eigentlich viel zu schön, um nur drin zu schlafen. Diese Beziehung ist im Grunde genommen in sich schon wie ein Bunker. Das ist nur rein ganz logisch, dass sie sich in einem Bunker am Ende dann auch wirklich wiederfinden und dann da wohnen. Auf diese Beziehung hätten die Alliierten 7 B-52 Bomberladungen werfen können, wenn nichts passiert. Ja. Man kann hier wunderschön sehen, wie dick diese Bunkerwand ist. Hier oben sitzen Jutta und Klaus manchmal und zielen auf die Leute unten hier in Mannheim. Auf dem Bullen stand ja dieses Geschütz. Flugabwehrkanone. Mit einer Flak, genau. Oben sitzt Klaus auf dem Balkon und ballert mit der Flak ins Wohngebiet rein. Aber nur, wenn er einen schlechten Tag hat. Und dieser Durchbruch, den musste der ja machen hier. Und das ging nur mit dem Diamantschneider. Und wer sich da auskennt, weiß, dass das Unsummen gekostet hat. Ich weiß die genaue Summe nicht. Aber ich vermute mal, dass allein dieser Durchbruch ungefähr so viel gekostet hat wie in einem Familienhaus. Mit einem Diamantschneider, ein Loch im Beton, so teuer wie in einem Familienhaus. Was macht Klaus beruflich? Was hat er beruflich gemacht? Was ist das für eine verfickte Musik, Mann? SWR, komm mal klar, Mann. Spektakulärer sind die Sonnenuntergänge teilweise. Es ist also teilweise rot und pink und also toll. Und das kann man nur, spektakuläre Sonnenuntergänge sieht man nur, wenn man einen eigenen Bunker ausgebaut hat mit einem Diamantschneider. Ganz toll. Die könnte ich Ihnen jetzt bloß auf dem Foto zeigen. Wieso bewegen sich die Fotos von Jutta, Alter? Habe ich gerade Pep genommen oder was ist hier los? Oder hat er da irgendwie, experimentieren die da rum mit irgendwelchen Filtern beim SWR? Hört auf damit, SWR, mit der Musik und mit den Bewegungen in den Fotos, Mann. Wir haben nicht mehr 2017. Und was auch ein besonderer Reiz ist, uns stört hier nichts. Keine Geräusche von draußen mehr oder weniger, die störend sind. Wir stören niemanden. I doubt it. Wenn er so schön in diesem wunderschönen roten Sonnenuntergang steht und man weiß, da oben sitzt Klaus gerade vor seinem automatisch zugeschickten Playboy-Kalender. Wen in Mannheim soll das stören? Wen? Wir können eigentlich machen, was wir wollen. Wir können Radio laut aufdrehen, Fernseher laut laufen. Wir haben keinen Nachbarn, der sich beschwert. Und Jutta und Klaus sehen aus wie Leute, die in anderen Wohnverhältnissen ständig das Ordnungsamt auf der Matte hätten. Wieder eine Party, wieder WG-Party bei Jutta und Klaus. Gibt's nicht. Das ist ein Komfort, der ist eigentlich unbezahlbar. Ja, Komfort, der ist unbezahlbar, aber trotzdem muss man sagen, hat schon ein paar Millionchen gekostet, das Ding auszubauen. Also muss man schon auch bezahlen können. Mein Mann ist eigentlich der Heuer in der Familie. Immer dieser leicht sexuelle Unterton. Es ist gut, auch auf eine Art gut, dass Jutta und Klaus im Bunker sind. Schön, dass ihr da wart, dass wir euch haben kennenlernen dürfen. Und ihr habt uns doch nicht kennengelernt. Wir haben euch kennengelernt, du Dummerchen. Ciao. Tschüss, Jutta. Mach's gut. Ich hoffe, es hat bis zum nächsten Spaß Angriffskrieg. Gemacht. Komm, Hund. Ja. Tschüss, tschüss. Komm. Mausi, ich hol dich da raus. Gib ein Zeichen. Gucken wir mal in die Kamera. Wackel mit dem Schwanz. Also, Leute, ich muss jetzt hier noch mal die nächsten 3-4 Stunden an diesem Ding weiter nuggeln, weil ansonsten habe ich heute Abend Hunger. Dann knurrt mir den Magen. Und dann kommt Mausi und will mich begatten. In diesem Sinne, der Hochbunker zum Trinken.